Und wir sind zurück in Grimma. Alles voll. Ja. Und dann gehen wir hier auch nochmal eine Runde. Richte ich nochmal hier aus Grimma. Ist auf der B107. Auch in Grimma, Sachsen nur im Weg, ne? Nicht nur in Schmölln, überall. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Schalt mal halt. Morgen, morgen. Moin, moin. So, am besten ich gehe auch mal hier rüber. Ne, wir gehen noch mal ein Stück weiter. Nein. Wir wollen ja ein bisschen spazieren, ne? So ein bisschen laufen. Irgendwie werden die Plakate immer größer. Seite. Musik. Ich bin auf Facebook, da darf keine Musik sein. Also wie auf YouTube, kannst du auch nicht, da kriegst du sofort. Kaffee. Moin, moin. Hat er so eine schicke Mütze auf hier. Hält bei mir nicht, die rutscht immer hoch. Die Mützen, die hängen immer hier oben bei mir durch den Zopf. Das rutscht immer hoch. Das glaube ich dir, oder? So, was haben wir hier für einen Fellknäuel? Das ist ein Bluthund. Ein Kampfhund. Blutjunge Stahl. Kniekehle, ich weiß. Da geht es nur auf Kniekehle. Und auf Katzengeruch. Die liebt Katzen. Die ist mit Katzen groß. Also unser Dicko hat damals entschieden, ob wir den Hund kriegen. Was? Du hast das entschieden? Die Katze. Die Katze. Du hast gesagt, unser Dicko. Ja, soll ich bloß dick angezogen. Ist ja niedlich. Aber ob man das lesen kann. Wir machen das einfach mal so hier. So, gehen wir eine Runde ums Kreisel. Moin. Hat auch so eine schicke Mütze auf hier. Freie Sachsen oder von wo gibt's die? Freie Sachsen. Dachte ich mir, ja. Da vorne die hat es nämlich auch noch falsch gesehen. Moin, moin. Hier ist wieder Musik, hier gehen wir nicht hin. Dort ist Musik, da komme ich nicht hin. Überall, wo Musik läuft, kann ich nicht hingehen. Da kriege ich so gleich die nächste, da ist der nächste Kanal weg. Dumm schnell rüber. So. Ja, das ist wie gesagt Grimma. Wie war? Morgen. So, jetzt sind wir genug gelaufen für heute. Oh, kaputt. Ne, ich bin jetzt hier immer im Block gelaufen. Das ist anstrengend. So, in meinem Alter. Komm durch mal meins. Ach, das schaffe ich nicht. So, so wollen wir wieder mal lachen hier.
Ich habe keine Kanäle mehr. D-Live hat mich komplett weggelöscht. D-Live, wo ich immer gestreamt habe. Und YouTube habe ich auch einen Streik bis Mitte Februar. Ich bin jetzt auf Facebook, ist der letzte Kanal, den ich habe. Auf Trovo bin ich zwar jetzt auch, wo ich sende, aber da will ich keine Politik machen, weil das ist mein... Weggesperrt haben Sie sich nicht. Nee, nicht weggesperrt, aber ich kann nur nichts mehr streamen. Nee, ich bin jetzt... Hey, guckt mal hier, was hier gefahren kommt, Leute. Was denn, ob eine Runde ums Carré fährt? Jawohl, komm, fahr rum. Sehr schön. Und jetzt nach Schmölen, Leute. Ah, er fährt nur eine Runde. Und noch eine Runde. Aller guten Dinge sind drei. So, und jetzt abbiegen. Und ab nach Schmölen. Dort stehen schon die Aufpasser. Und jetzt nach Schmölen. Dort stehen schon die Aufpasser. Da steht noch was. In Schmölen sind die Aufpasser unterwegs. Haben wir, ja, mal haben schon, wir haben schon eben aufgelöst und wieder angemeldet. Ach so? Ja, wir haben erst unangemeldet worden und da haben sie wieder Personal dazu. Ach so? Gleich am Anfang? Da haben wir gar nicht begonnen gehabt, wa? Ja doch, wir hatten schon aufgehangen. Ach so. Ich hatte schon vorher mit Lars. Wollen wir anmelden, wollen wir nicht? Ach komm, sagt Lars, probieren wir es mal. Sind noch keine Blau-Weiß da und auf einmal standen sie da. Naja. Da haben wir das abgebaut und haben dann angemeldet. Rein Schwachsinn. Und war. Haben wir da aufgebaut. Rein Schwachsinn, ey. Die waren ja noch friedlich. Nicht die in Schmölen jetzt eigentlich, wie oben gesagt. Die haben zwar einen Versammlungsleiter gesucht, haben keinen gefunden, so wie ich das verstanden habe. Ja. Die haben das nicht und wahrscheinlich auch nicht angemeldet deswegen. Ja. Weil sonst hättest du ja einen. Der hat gesagt, wir können hier keinen Versammlungsleiter ausfindig machen, sonst wäre es eine Straftat. Da gäbe es eine Strafanzeige. Wir können jetzt bloß Personal aufnehmen von denen, die hier sind, als Zeugen. Ja. Und, aber er hat gesagt, ich renne jetzt hier nicht allen hinterher. Wenn jetzt die Leute weggehen und auf einmal nicht mehr da sind, kann ich auch nicht dafür. Und wenn sie Plakate runternehmen und melden neu an, ist es in Ordnung. So, und die Leute bleiben natürlich stehen, doof wie sie sind. Ja. Und dann gehen nicht weg. Ja. Anstatt einfach mal zu sagen, okay. Ich der hat doch eine Versammlungsleiter, ist doch da. Ist doch, steht doch dort in der Mitte auf dem Rondell. Auch manchmal zweifle ich auch an unserem Leuteverstand. Ja. Schon ja, du hättest müssen nicht einen Zaunspfahl nehmen, du hättest einen Riegel nehmen, so einen richtig, ja, langen, weißt du so. Wahrscheinlich wie Münchhausen mit Kanontouren schießen. Oder so. Ah, oh, Mann, ist das kalt. Ja, ich bin, du bist ja in der Sommerjacke hier. Nee, die ist dick. Die ist dick. Rollkragenpullover an, aber ich bin ein Weichei geworden. Seitdem ich so viel abgenommen habe, früher, ich wie ein junger Hund. Du wirst ja nicht jünger. Mir fehlt mein Winterspeck. Du wirst nicht jünger. Ey, es sind fast 30 Kilo runter. Das merkst du. Wasser. Wassertabletten. Ich habe meine Essen. Bitte? Ich entwässere mich, genau. Ich entwässere mich. Das geht auch anders, ich esse mal Bullen. Das muss ich ja da durchlaufen. Das ist ja das Problem. Ich kann früh die ersten zwei Stunden nicht aus dem Haus. Du rennst alle 10 Minuten, musst du Pipi machen. Wahnsinn. So, gehen wir noch mal eine Runde weiter. Lassen wir mal den blauen Golf hier noch durch, oder was das ist. Da will nicht hier lang, der auch nicht. Gut, da können wir rüber gehen. Den lassen wir durch. Und dann schaffe ich das. Die Technik mal weg und ich verabschiede mich wieder auch aus Grimma, ihr Lieben. Also habt ihr das gehört, Polizei war auch wieder hier. Ist also alles nur Schikane hin und her. Versammlungsleiter anmelden, nicht anmelden, so ein Schwachsinn. Da mussten die alles wieder abbauen. Nein. Und dann wieder aufbauen. Einer stehen geblieben. Naja, wie auch immer. So, Fleisch und Grill vom Automaten. Was ist das denn? Regionale Spezialitäten. Metzgerei Wenzel, kenne ich nicht. Okay. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich auch hier aus Grimma und morgen Abend wahrscheinlich dann wieder aus vom Markt in Grimma berichten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.